Jetzt will man ja praktisch eine Patenschaft für 100 Flüchtlingskinder, aber trotzdem ist jetzt von der Bundesregierungsseite her, sträubt sich da ein Widerstand. Was glauben Sie, warum? Na, weil man wahltaktisch unterwegs ist und eher im Blickwinkel den Wahlerfolg hat und nicht die Mitmenschlichkeit. Wenn man den Blick auf die Insel richten würde, um zu sehen, wie die Menschen dort, in welchen Verhältnissen sie leben, dann müsste man, wenn man halbwegs christlich-sozial unterwegs ist, versuchen zu helfen. Diese Maßnahme, die die österreichische Bundesregierung getroffen hat, 2000 Zelte hinzuschicken und dann zu sagen, super, und jetzt haben wir geholfen vor Ort, ist der Zynismus schlechthin. Dort wurde zelebriert die Politik der Abschreckung seitens der griechischen Behörden und die Europäische Union hat zugeschaut. Und Österreich kommt auf die gute Idee, jetzt Beihilfe zu dieser Abschreckung zu leisten, indem er 2000 Zelte hinschickt. Es gibt ja auch viele Stimmen oder auch Medienberichten, dass die Migranten selber vielleicht, also einige Migranten selber angezündet haben sollten. Ist es vielleicht auch ein Druck auf Europa? Was glauben Sie? Darf ich kurz korrigieren? Es handelt sich nicht um Migranten, es handelt sich um Flüchtlinge. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das Framing der österreichischen Bundesregierung, die immer von den illegalen Migranten spricht, ist eine Ungeheuerlichkeit. Dort sind Menschen auf der Flucht oder waren auf der Flucht und sind dort angekommen in der Hoffnung, dass sie dann weiterkommen, aufgeteilt auf die verschiedenen Länder. Sie haben schon genannt, 10 Länder sind schon dabei. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass man auf europäischer Ebene, und angeblich gibt es ja morgen den ersten Vorschlag für eine neue Asyl- und Migrationsstrategie, dass man hier versucht zu helfen, um dann denen dort zu helfen. Das ist das Wichtigste. Und das würde ich auch hoffen, dass nach diesem 11. Oktober vielleicht ein Umdenken einsetzt und man erkennt, es wäre sinnvoll, dort auch wirklich Hand anzulegen zur Hilfe. Glauben Sie, wäre es anders, wenn es jetzt keine Corona-Krise geben würde? Na, apropos Corona-Krise, die Corona-Krise bricht gerade in dem Land, in dem Lager gerade aus. Wir wissen, dass seit gestern 250 positiv getestete Covid-Fälle dort sind und dort gibt es keine Quarantäne, da gibt es keine Möglichkeit. Also da bahnt sich ja eine zusätzliche menschliche Katastrophe an und ich kann nicht erkennen, auch so belastend die Pandemie jetzt hier in Österreich auch ist und viele natürlich vorsichtig sind. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man 100 Kinder nicht aufnehmen kann.